Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um den Geschirrspüler. Mein Geschirrspüler hat das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen, hat auch gewaschen und hat das Programm aber nicht beendet. Unten hier in diesem Pumpensumpf, ich nehme jetzt mal den Filter raus. Ich meine, so verdreckt ist das nun nicht. Aber ich werde trotzdem erstmal reinigen. Hier dieses Sieb. So, und hier unten steht jetzt noch Wasser drinne. Nun habe ich im Video gesehen, dass man das Wasser da raus entfernen muss und dann sollte die Maschine eigentlich wieder laufen. Ich habe das mit dem Schwamm, das Wasser aufgesaugt. Dann trocken gewischt. Dann habe ich noch hier die Düsen hier alles ein bisschen freigelegt mit einer Nadel. Und dann wieder eingesetzt. Und dachte, jetzt läuft die Maschine ja wieder. Alles gesäubert. Ja, Maschine eingeschalten. Und was passiert? Genau dasselbe wie vorher. Die Maschine fängt an zu blinken. Also sie beendet das Programm nicht. Und warum nicht? Weil dieses Problem ganz unten in der Bodenwanne liegt. Und zwar ist ganz unten in der Bodenwanne befindet sich Wasser und dadurch wird der Aquastop ausgelöst. Und erstmal diese Verkleidung hier unten von der Küche entfernen. Dann unten die Abdeckung abschrauben. Da die unten am Geschirrspüler an dieser Bodenwanne drankommen. Vorher noch den Netzstecker ziehen. So, unten in dieser Bodenwanne befindet sich Wasser. Alles nass, da ist schon die richtige dicke Seifenlauge. Unten in dieser Wanne ist ein Schwimmer. Wenn sich unten in dieser Wanne Wasser befindet, geht der Schwimmer nach oben und löst dann diesen Aquastop aus. Also kurz gesagt, dieses Wasserschutzsystem, das ist angesprungen, eben weil sich unten in dieser Wanne zu viel Wasser befindet. Dadurch ist dieser Schwimmer nach oben gestiegen und hat diesen Schalter ausgelöst und die Maschine erstmal außer Gefecht gesetzt. So, nun müsst ihr versuchen, mit Küchentüchern, Küchentücher habe ich genommen, eben unten ein bisschen das Wasser aufzusaugen und ein bisschen trocken zu wischen. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass ihr irgendwie Kabel abreißt. Ja, es ist natürlich leichter so, als wenn ich jetzt die ganze Maschine ausbauen müsste. So mache ich unten nur die Abdeckung ab und kann dort alles trocken wischen. Ich meine, das Problem ist dann erstmal behoben. Aber irgendwie muss ja natürlich was undicht sein, dass das Wasser unten in der Bodenwanne steht. Irgendwo muss ja da eine Dichtung kaputt sein. Ja, vielleicht ist ja diese Dichtung von diesem Pumpentopf, die ich euch ja zum Anfang gezeigt habe, wo das Wasser drin stand, vielleicht ist die Dichtung ja defekt. Muss ich erstmal sehen, mal nachschauen. Aber erstmal werde ich hier diese Bodenwanne trockenlegen und dann werde ich mal schauen, ob
die Maschine beim Einschalten immer noch blinken tut und ob sich dieser Aquastop jetzt wieder ausgeschalten hat. So, nach dem Trockenlegen dann wieder diese Blende dran, wieder befestigen und dann wollen wir mal die Maschine einschalten. Mal sehen, was passiert. Bis jetzt kein Blinken. Also die Maschine ist so eigentlich im normalen Zustand. Also kein Blinken mehr. Also ist dieser Aquastop jetzt wieder ausgeschalten. Seht, kein Blinken mehr. Also könnt ihr jetzt normalerweise Programm wählen und die Maschine müsste laufen. Werden wir jetzt die Maschine starten? Ja, die Maschine startet wieder ganz normal, wunderbar. Es freut mich, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, euer Henry.